Das aktuellste Update zur Situation von Peter Goize verblüfft die Wissenschaftler. Eine einzigartige Momentaufnahme der Vorgänge direkt auf der Oberfläche des roten Riesensterns soll neue Hinweise geben, wann Peter Goize als gigantische Supernova explodieren wird. Die neuesten Beobachtungen zeigen hochinteressante Veränderungen in der Helligkeit und Struktur von Peter Goize. Doch sind das jetzt die entscheidenden Hinweise, dass der Stern doch schneller als erwartet in seiner letzten Lebensphase voranschreitet? Diese unerwarteten Entwicklungen werfen Fragen auf über das genaue Datum der Explosion. Doch was wissen wir genau und müssen wir uns fürchten? Die jüngsten Beobachtungen des roten Überriesen im Sternbild Orion haben die astronomische Gemeinschaft erneut in Aufregung versetzt. Schon Ende 2019 und Anfang 2020 dokumentierten Wissenschaftler ein markantes Phänomen, das Fragen aufwarf. Peter Goize verdunkelte sich plötzlich dramatisch und einige meinten, das Ende des Sterns könnte gekommen sein. Normalerweise ist Peter Goize einer der 10 hellsten Sterne am Nachthimmel und plötzlich wurde er so dunkel, dass Peter Goize in der Hitliste der hellsten Himmelskörper auf den 21. Platz abrutschte. Doch was war geschehen? Zunächst hat diese unerwartete und dramatische Veränderung von Peter Goizes Leuchtkraft eine intensive Diskussion unter Astronomen ausgelöst. Der Zustand des Sterns war höchst ungewöhnlich und der plötzliche Helligkeitsverlust hat hitzige Spekulationen über Peter Goizes unmittelbare Zukunft angeregt. Peter Goizes Verdunklungen sind bis zu einem gewissen Grad normal. Es ist wie ein Flackern eines alten Sterns, dem langsam seine Treibstoffvorräte ausgehen. Doch die Verdunklungen im Jahr 2019 und 2020 waren besonders bemerkenswert. Sie wurden von einigen Experten als mögliche Indikatoren für das nahende Ende des Lebenszyklus des Sterns gesehen. Sterne dieses Typs zeigen typischerweise Veränderungen in ihrer Helligkeit, verursacht durch interne Prozesse wie Konvektion und damit verbundene Oberflächenaktivitäten. Jedoch war das Ausmaß der Helligkeitsabnahme bei Peter Goize so außergewöhnlich, dass viel dramatischere Vorgänge im Inneren des Sterns beteiligt sein mussten. 2020 wurde jedoch Entwarnung gegeben. Die plötzliche Verdunklung von Peter Goize konnte auf natürliche Weise erklärt werden. Im Jahr 2024 berichtete jedoch das Magazin Sky and Telescope, dass Peter Goize erneut eine unerklärbare Helligkeitsabnahme erlebt und langsam könnten sich die Hinweise mehren, dass mit Peter Goize doch irgendetwas anderes vor sich geht, als Wissenschaftler vermuten. Neue Daten 2024. Kommt das Ende näher? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie Wissenschaftler erkennen, dass ein Stern kurz vor der Explosion steht? Ereignisse wie dieses kommen ja nicht so oft vor. Trotzdem wissen wir inzwischen ganz gut, was auf und in alten Sternen vor sich geht, die kurz vor der Explosion stehen. Kurz muss hier in einem kosmischen Kontext gesehen werden. Peter Goize befindet sich definitiv in den letzten Abschnitten seines Sternenlebens und dennoch können die letzten Phasen des Sterns noch über tausende Jahre gehen. Dank immer besserer technischer Möglichkeiten haben wir unser Wissen über alte Sterne und Supernovae in den letzten Jahrzehnten enorm verbessert. Moderne Teleskope wie das Hubble-Weltraumteleskop und das James Webb Space Telescope ermöglichen es uns, nicht nur die Oberfläche, sondern quasi auch das Innere von Sternen zu sehen. Teleskope wie James Webb können Infrarotstrahlungen aus dem Inneren des Sterns detektieren, wodurch wir dann sehen, was in den tiefen Schichten Peter Goizes vor sich geht. Das kontinuierliche Monitoring von Peter Goize durch die verschiedensten Observatorien auf der Erde und im Weltraum zielt darauf ab, immer noch mehr Daten zu sammeln, die helfen könnten, die Ursachen der häufigen Helligkeitsveränderung zu verstehen und möglichst genaue Vorhersagen über die zukünftigen Entwicklungen des Sterns zu machen. Wir wissen also recht gut, was rund um Peter Goize vor sich geht und trotzdem waren Wissenschaftler überrascht und fasziniert zur selben Zeit, als sich 2024 erneut Zeichen einer Verdunklung einstellten. 2020 fanden Forscher eine Erklärung. Peter Goize hatte einen gigantischen Massenauswurf erlebt, bei dem große Mengen an Sternmaterial in den Weltraum geschleudert wurden. Die Masse bildete zum Teil auch eine Staubwolke, die große Teile des Sterns über Wochen hinweg abdunkelte und sich dann wieder verflüchtigte. Solche Auswürfe kennen wir auch von unserer Sonne, doch dort im wesentlich kleineren Maßstab. Ihr müsst euch vorstellen, dass unsere Sonne tausendmal kleiner ist wie Peter Goize. Jetzt passierte es jedenfalls erneut. Peter Goize zeigte eine auffällige Veränderung in seiner Helligkeit und dieses Mal wurden keine Anzeichen für Staubwolken oder Auswürfe gefunden. Was ist dieses Mal passiert und mehren sich etwa doch die Hinweise einer Explosion?
Einige Wissenschaftler gaben Entwarnung. Sie sind sich sicher, dass die ungewöhnlichen Helligkeitsverluste, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu beobachten sind, keine Abweichungen innerhalb der zyklischen Verdunklungen sind, die wir schon lange beobachten. Peter Goltze kennt zwei Grundzyklen, in denen er sein Licht periodisch dimmt. Einen kleineren Zyklus von etwa 5,5 Jahren und einen längeren Zyklus von etwa 10,5 Jahren. Kleinere oder größere Abweichungen sind möglich, da Sterne eben keine Uhrwerke sind. Doch trotz der Dementie einiger Forscher sind japanische Forscher zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. In einer Studie fand der japanische Astronom Keiichi Maeda heraus, dass die Auffälligkeiten von Peter Goltzes Leuchtkraft durch subtile Veränderungen in der Sternstruktur verursacht sein könnten, und für diese Veränderungen gibt es in den aktuellen Modellen der Sternentwicklung keine vollständige Erklärung. Wenn es passiert, was werden wir von der Supernova sehen? Es wäre definitiv ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, wenn wir Zeugen der Explosion eines Sterns werden, der mit bloßem Auge auf der Erde sichtbar ist. Die Möglichkeit, dass Peter Goltze bald eine Supernova wird, fasziniert also nicht nur Astronomen, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Viele Menschen würden ein solches Ereignis gerne selbst sehen, wobei die bevorstehende Explosion des Sterns bei vielen Menschen auch Ängste auslöst. Eine Supernova in so relativer Nähe zur Erde wäre ein einmaliges und spektakuläres Ereignis. Peter Goltze befindet sich etwa 700 Lichtjahre von uns entfernt, und das Finale würde jeder auf der Erde sehen, der sich im Freien oder nahe an einem Fenster befindet. Der Himmel wird für einige Momente gleißend hell. Erreicht uns das Licht bei Nacht, wird die Dunkelheit für einige wenige Augenblicke taghell. Dann würden wir noch Wochen oder Monate einen hell leuchtenden, neuen Himmelskörper sehen, der es mit der Leuchtkraft locker mit dem Mond aufnehmen kann. Eine Supernova bezeichnete ursprünglich einen neuen Stern. Die Menschen, die in längst vergangenen Epochen diesen seltenen Ereignissen beiwohnten, wussten nichts von Sternenexplosionen. Sie dachten, die hell leuchtenden Reste seien neue Himmelskörper. Umso erstaunter waren die Menschen dann, wenn der neue Himmelskörper nach einigen Wochen oder Monaten wieder verschwunden war. Zurück bleibt an den Stellen dann ein Neutronenstern oder ein kosmischer Nebel, doch die sind nur mit sehr guten Teleskopen sichtbar. Supernovae sind definitiv eines der spektakulärsten Ereignisse im Universum. Insbesondere massereiche Sterne enden so, während kleinere oft nur verglühen. Die kosmischen Explosionen alter Sterne spielen eine entscheidende Rolle im Zyklus der Materie innerhalb des Kosmos. Durch Supernovae werden schwere Elemente, die in den Kernen der Sterne durch Kernfusion erzeugt wurden, in den Weltraum geschleudert, und an anderer Stelle dient diese Masse dann wieder als Baustein für neue Sterne und Planeten. Das ist quasi kosmisches Recycling der Superlative. In einer Galaxie wie unserer Milchstraße findet etwa einmal pro Jahrhundert eine solche Explosion statt. Wir sehen allerdings nur die wenigsten davon. Mit bloßem Auge sind Supernovae nur äußerst selten zu erkennen. Vor rund 100 Jahren wurde die Supernova SN 1054 von chinesischen Astronomen dokumentiert. Sie berichteten von einem hellen Ereignis, dem Auftauchen und Verschwinden eines neuen oder unbekannten Himmelskörpers. Heute wissen wir, dass SN 1054 die Geburt des Krebsnebels war. Die Supernova war so hell, dass sie sogar tagsüber sichtbar war, und der Krebsnebel ist heute noch ein wichtiges Studienobjekt für Astronomen. Im modernen Zeitalter ermöglichen immer besser werdende Teleskope jetzt Supernovae selbst in weit entfernten Galaxien genau zu beobachten. Dank dieser Beobachtungen wissen wir immer mehr über die physikalischen Prozesse, und dennoch bleiben Ereignisse wie die Explosion Beta Goltzes astronomische Ausnahmeereignisse. Ein weiteres Beispiel für eine sehr gut dokumentierte Supernova in der Neuzeit ist SN 1987a, die sich im Jahr 1987 in der großen Magellanschen Wolke ereignete. Die große Magellanische Wolke ist eine eher kleine Galaxie, die unsere Milchstraße wie ein Satellit umkreist. SN 1987a explodierte am 23. Februar 1987 und war die nächste beobachtete Supernova seit der Erfindung des Teleskops. Diese Supernova erreichte eine maximale Helligkeit von etwa 3 Mach und war ebenfalls kurz mit bloßem Auge sichtbar. Die Überreste von SN 1987a sind bis heute zu sehen und wurden mit dem Hubble-Weltraumteleskop und dem Chandra-Röntgen-Observatorium eingehend untersucht.
Die Beobachtungen haben gezeigt, dass der Kern der Supernova zu einem Neutronenstern kollabiert ist, der von einem expandierenden Ring aus Material umgeben ist. Das Material wurde während der Explosion ausgestoßen und die Anziehungskraft des Neutronensterns hält es an Ort und Stelle. Der Ring leuchtet in verschiedenen Wellenlängen, einschließlich Röntgenstrahlen und sichtbarem Licht. Es ist sicher, Beteigeuze wird explodieren. Wann genau Beteigeuze als Supernova explodieren wird, bleibt aber eine der großen Fragen der modernen Astronomie. Forscher spekulieren, dass es bereits passiert sein könnte und wir, aufgrund der enormen Entfernung von etwa 700 Lichtjahren, das Licht der Explosion vielleicht morgen, in 10 Jahren oder sogar erst in vielen Jahrzehnten sehen könnten. Die Zeitverzögerung durch die Lichtgeschwindigkeit macht es unmöglich, den genauen Moment vorherzusagen. Wenn Beteigeuze verschwindet, endet damit aber nicht nur der Lebenszyklus eines Sterns, sondern auch eine Ära in der Menschheitsgeschichte. Beteigeuze hat seit Jahrtausenden eine bedeutende Rolle als eines der hellsten und markantesten Objekte am Nachthimmel gespielt. In vielen Kulturen diente Beteigeuze als wichtiger Orientierungspunkt und wurde in vielen Mythen und Legenden verewigt. Rund um den Globus kennen Naturvölker diesen hellen roten Stern und für Seefahrer und Wüstennomaden war der Stern ein wichtiger Leitstern, der half, die Richtung zu bestimmen. Mit dem Verschwinden von Beteigeuze wird auch das Sternbild Orion, der große Jäger des Nachthimmels, nicht mehr dasselbe sein. Beteigeuze bildet die rechte Schulter des Orion und ist einer der hellsten Punkte in diesem Sternbild. Sein Leuchten trägt neben dem markanten Schwert wesentlich zur Erkennbarkeit des beliebten Sternbilds bei. Der Verlust von Beteigeuze wird eine deutliche Lücke in dieser himmlischen Figur hinterlassen und Orion wird nach der Explosion nicht mehr derselbe sein. Der endgültige Untergang von Beteigeuze als Supernova wird also nicht nur ein beeindruckendes astronomisches Ereignis sein, sondern auch ein kulturelles Phänomen. Es wird unsere Wahrnehmung des Nachthimmels für immer verändern und wer dem Ereignis live beiwohnte, wird es ein Leben lang nicht vergessen. Der Untergang Beteigeuzes wird Menschen möglicherweise zu ganz neuen Geschichten und Mythen inspirieren, die die Rolle von Beteigeuze und Orion in der Kultur der Menschheit auf neue Weise weitererzählen. Das Schicksal von Beteigeuze macht uns zudem schonungslos klar, dass auch die scheinbar ewigen Sterne sterblich sind und einem ständigen Wandel unterworfen sind. Die Prozesse laufen zwar in ganz anderen Zyklen und Zeitdimensionen ab als Leben und Sterben auf der Erde, dennoch spiegeln sie die universelle Natur von Entstehung, Existenz und Vergänglichkeit wider. Apropos, auch dieses Video ist jetzt schon vorbei. Doch wenn du kein neues mehr verpassen möchtest, klick jetzt gern auf den Like- und den Abo-Button und wir hören uns bald wieder. Bis dann!